Also diese Menschen. Was geht ab, Freunde? Euer Sir Jackson zu dem Gaming ist wieder am Start, Freunde. Heute mit einem neuen Video und zugleich zum allerersten Gruppenspiel im Kreisliga World Cup. Heute, meine lieben Freunde, spiele ich mein allererstes Gruppenspiel gegen den lieben Nick AE FIFA, Freunde. Wie gesagt, ich habe das Pre-Intro, das ihr jetzt gerade seht, habe ich erst nach dem Spiel aufgenommen. Also das nehme ich erst nach dem Spiel auf. Und ich kann nur eins dazu sagen, Freunde. Mein Hinspiel auf meinem Kanal, genauso wie das Rückspiel auf dem Kanal vom lieben AE FIFA, war einfach nur absolut krank spannend, Jungs. Also ihr müsst euch auf jeden Fall nach diesem Video, Freunde, das Video auf dem Kanal vom AE FIFA gönnen, Freunde. Ist unten in der Videobeschreibung der erste Link, Freunde. Also checkt unbedingt das Video aus und checkt auch gerne die weiteren Teilnehmer dieses Turniers aus, Jungs. Sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst den Jungs allen einen schönen, saftigen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo, Freunde. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, Freunde, gönnt euch das Spiel. Viel Spaß, Freunde. Wir sehen uns demnächst, Freunde, zum nächsten Spiel oder zu einem neuen Video. Haut rein, Freunde, und Peace. So, Freunde, AE FIFA, der liebe Nick hat uns eingeladen, Freunde. Wir wurden leider von ihm eingeladen, weil ich irgendwie ihn nicht einladen konnte durch FIFA. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ohne viel zu quatschen, gehen wir rein ins Game und schauen uns unser oder sein Team in dem Fall jetzt an. Ich bin echt gespannt, Jungs, was hat er uns zu bieten, Freunde? Was hat er für ein Team, Leute? Ach du Scheiße, Digga. Er hat einfach mal fucking Hulit 93. Er hat einen Fernandinho-Tots, er hat einen Firmino-Tots, er hat Zaha, er hat Jesus. Ciao, Leben, Jungs. Ciao, Leben. Ja, Jungs. Wir sehen unseren Hulit schon. Ich würde sagen, Freunde, wir müssen uns einfach nur zu 100% konzentrieren. Uns darf kein einziger Fehler unterlaufen, weil sonst haben wir sowas von verkackt. Ich würde sagen, jetzt geht's wirklich rein. Let's go! Boah, Jungs, erste Chance. Come on, Jungs, come on. Komm schon, Junge, schick ihn. Schick ihn, jawohl, Alter, komm schon. Oh mein Gott, Freunde, sind wir blöd. Jawohl, schön, schöne gespielt, Freunde. Jetzt nur noch. Oh mein Gott, Freunde, was ist das für ein Spiel, Alter? Jungs, wir hatten die Chance des Jahrtausends und wir machen den Ball einfach nicht rein. Jungs, es juckt einfach mal Zaha gar nicht und der Junge schießt ihn einfach mal 20.000 Meter vorbei am Tor, aber uns kann's freuen, Freunde. Oh mein Gott, Jungs, wir kassieren das erste Tor. Also, ich bin ehrlich, Nick hat wirklich die ersten paar Minuten gut Druck auf uns gemacht, aber wir hatten auch die ein oder andere gute Chance, wo man dann einfach nur zu blöd ihn reinzumachen, aber Nick denkt sich so dabei gar nichts und macht einfach seine Chance rein, Jungs. Aber schönes Tor auf jeden Fall. Bisschen mehr Konzentration, Spieler. Ein bisschen zumindest. Jawohl, Goretzka, du bist mein Mann, Junge, du bist mein Mann. Let's go, mein Serge Gnabry. Schick ihn jetzt. Jawohl, Alter, jawohl, let's go, komm schon. Jungs, ich komme darauf echt nicht klar. Wir haben so eine offene Chance und wir sind einfach zu blöd, einfach mal vor scheiß Tor zu rennen und einen fucking Ball reinzumachen, Alter. Jetzt langsam regt es mich aber auf, Alter. Langsam regt mich dieses scheiß Team auf. Die spielen so scheiße, Mann. Die bewegen sich wie... Und 2 zu 0, Jungs. Und das 2 zu 0, wenn meine Spieler einfach zu dumm sind, um den Scheißball irgendwie perfekt durch die Reihen zu bringen und einfach mal aufs Tor zu schießen, dann kommt halt einfach Nick, Jungs. Dann kommt einfach Nick und macht ihn eiskalt rein. So schaut's aus. Jawohl, super Pass, Serge Gnabry. Jawohl, Junge. Komm schon. Jungs, erste Halbzeit ist vorüber. Man sieht auf jeden Fall von der Statistik, dass Nick auf jeden Fall der Dominantere ist, weil er einfach viel mehr Ballbesitz hat. Aber man sieht auch, dass ich auch die ein oder andere gute Chance hatte. Oder zumindest die ein oder andere Chance. Ich würde einfach sagen, Jungs, weiter geht's, Mann. Einfach weiter am Ball bleiben. Let's go!
Und das 3:0. Wir spielen einfach scheiße so. Ich muss ehrlich sagen, wir spielen einfach scheiße. Und da haben wir auch kein Tor verdient, wenn wir so spielen. Jawohl, let's go, Ter Stegen. Saustark, Junge. Saustark. Der Ball kommt an. Der Ball kommt auf jeden Fall an. Jawohl, Jungs. Auf geht's. Let's go, Freunde. Und der Anschlusstreffer. Er steht jetzt leider, oder... Es steht zum Glück nur noch 3:1. Ich denke mal, wir werden das Spiel vielleicht nicht mehr drehen können, aber wenigstens ein Ehrentor geschossen. Let's go, Junge Theorie. Let's go! Junge, zieh durch. Komm schon, das ist deiner. Oh, Ter Stegen, auf geht's, Junge. Come on. Nein, oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, zum Glück verschossen. Junge, schon wieder so ein scheiß Fehlpass, Alter. Jungs, ich will einfach keinen Blödsinn labern, so, aber ich muss einfach nur sagen, dass die meisten Tore, die Niki in diesem scheiß Spiel geschossen hat, einfach aufgrund meiner eigenen Fehler zustande gekommen sind. Locker 2 bis 3 Tore waren einfach nur dumme Fehler von mir, so richtig dumme Fehler, aber so richtig dumme Fehlpässe zum Beispiel. Solche Fehler waren das. Kommt nochmal eine Flanke rein, die müssen wir auch nochmal klären. Boah, Jungs, was ein Schuss und was für eine Parade. Absolut krank. Ich glaube, der wird wieder kurz gespielt. Und ja, Freunde, das war's mit dem Spiel, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen und ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen spannend präsentieren. Freunde, wie gesagt, checkt gerne noch das Rückspiel auf dem Kanal vom Nick aus, AE FIFA, Freunde, ist unten in der Beschreibung verlinkt, Freunde, und checkt auch gerne die anderen und weiteren Teilnehmer dieses Turniers aus, Freunde. Lasst den Jungs allen einen schönen, saftigen Abo und ein Like da, Freunde, würde mich da sehr freuen, und lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn ihr mich sympathisch findet. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Spiel in diesem Cup, und ansonsten haut rein, Freunde, ich bin raus und Peace!